Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Staatsminister, heute habe ich etwas gemerkt, wo ich mich noch nicht will, emotionell Elan rasteigern. Ich will aber vielleicht ein paar Worte sagen. Wenn ein Staatsminister aus von einem Land, wie dir es sieht, dann hat er eine ganz hohe Verantwortung, und das ist noch Vertreter von einer gewissen politischen Kultur. Die Verantwortung, die dir hat, und dass die alle echt das mal wissen, den Unterschied zu machen zwischen Meinungen am demokratischen Meinungsspektrum und extremistischen Meinungen. Das ist kein Sache, die kann auf die Liste schneller holen. Da hängt ganz viel drin. Und ich meine, ein Minister von einer Regierung, der aber konfrontiert, dass auch geheimdienstliche Informationen kriegt, die Aktualität an der Welt guckt, müsste ja aber kapabel sein. Politisch, intellektuell und moralisch den Unterschied zu machen zwischen einer Debatte an einem Parlament, wo auch kontradiktorische Meinungen stoßen, an Sachen, die weit außerhalb von einem demokratischen Meinungsspektrum sind und könnten als extremistisch und auch mit anderen Sachen assoziiert gehen, die damit zusammenhängen, wie eine gewisse Gewaltbereitschaft oder andere Sachen. Wir haben hier im Land glücklicherweise die Situation, dass man im Prinzip so einen Extremismus nicht hat. Für dann hinzugehen und an einem Parlament, wo das schon gut nicht geht, so Meinungen zu äußern, wie politische Gegner zu diskreditieren, das stellt eher Kredibilität als Staatsminister auf froh, weil das weist, dass er das wichtig in Erschädungsvermehen nicht hat oder auf jeden Fall nicht weist. Was eine Argumentation da geht, ich will, den Herr Giberi hat gesagt, dass heute mit Eis nicht zu dienen, wird rein Debatten da an Ausland gefeiert gehen. Ich will einfach auch dazu ein Wort sagen. Was mir zentral schenkt, aber auch an Deutschland zu bedauern ist. Wir sind an einer Zeit gekommen, wo wir verleiert haben, leider, oder viel Leute verleiert haben, das ist ja sicher nicht, dass es an einem demokratischen Staat muss eine Freiheit gehen, die nicht nur an der Konstitution steht. Eine Meinungsfreiheit, eine Demonstrationsfreiheit, die muss können gelieft gehen, ohne dass die Leute dafür schlecht gemacht gehen, dass sie demokratische Grundrechte nutzen. Aber wenn die Leute auf die Straße gehen für Ulleis, die hinten wichtig sind, da sollen sie 100 Rechte zu machen. Egal wen das ist, solange sie keine Gewalt benutzen. Egal wen es ist, haben Leute Recht, hier Meinung zu sein in einer demokratischen Gesellschaft. Dafür stehen wir nicht nur ich persönlich, mir auch als Partei an. Es gibt ja den Satz, den Voltaire prätiert, den aber nicht von ihm aus. Ich bin nicht d'accord mit ihr, ich bin bereit zu sterben, dass die eine Meinung können sagen. Das ist eine demokratische Kultur, die wir sollen lehren. Ihr als Staatsminister, lo hei kommt, an Demonstrationen an Deutschland, du holt, für High-Argumentationsketten abzurichten, die mit eiser Realität am Land nicht zu dienen, als ein Zeichen von Schwächt, der hat wirklich besser gehört, das du nicht zu machen. Lo hei nicht fort, Herr Staatsminister, ich schon fort, und ich so nicht nach E-Satz, Herr Staatsminister, und huldet als gut gemengte Rot. Die sieht nicht nur Staatsminister von einer Regierung an einem demokratischen Land, für die Verantwortung gibt, die ich probiert habe zu beschreiben. Die sieht auch nach Member an einer Partei, an der ich auch lange Member war, die heißt Demokratische Partei, die sich an ihrer Parteikultur lang Zeit hat anscheinend nicht mehr, das weiß ich nicht, zu denen Grundwerte bekannt wird von einem liberalen Staatswesen, mehr weil das wohl eigentlich Staat, was sie sich auf die Fendele geschrieben hat. Die müssten ihr Wesen von der demokratischen Kultur von ihrer eigenen Partei. Und ich werde probieren, auf jeden Fall, das ist schon gesagt, ich will mich nicht abbrechen, an der Argumentation, die wir haben, den Niveau zu halten, den einer demokratischen Kultur entspricht. Ist so nicht mehr.